Hallo Leute, wieder ein neuer Part von wie ist? Ne, jetzt echt, wie ist das Spiel nochmal? Ah ja, New Super Mario Bros. 2, ja. Ich will, das Spiel, was aufgenommen habe, ist schon 2 Wochen her, deswegen weiß ich das nicht mehr. Ja, weil ich war ja die eine Woche krank, deswegen konnte ich nicht aufnehmen und so weiter, ja. So, wo war denn hier oder wie war denn hier die Star Coin? Das würde ich gerne mal wissen. Entweder es war in der blauen Röhre oder in der Mini-Pilz-Röhre, aber eigentlich würde ich denken, ich hätte das mit dem Mini-Pilz hätte ich eigentlich eingesammelt. Also das würde ich jetzt denken. Naja. Der Part wird wieder etwas länger, weil da brauche ich nicht ganz so viele Parts, um dieses Spiel zu beenden. Ja, Yoshi's Island habe ich zwar schon und auf Game for Play kommt schon, aber was wollte ich jetzt sagen? Das Let's Play wird erst am Ende, also nach dem Ende von diesem Spiel hier beginnen. Weil ich finde, 2 Jump'n'Runs sind ein bisschen zu viele Jump'n'Runs, so 1 zu viel. Immer so von jeder Sorte 2. Eins. Aber bei RPGs, da ist es relativ egal, weil RPGs gibt es ja in deutlich unterschiedlichen Variationen. Oder zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Gestern kam Final Fantasy X2 HD Remastered Force. Habe ich mir für meinen PS Vita dann geholt. Hätte ich mir eigentlich fast auf die PS3 geholt, aber dann war es mir. Dann dachte ich mir, Handhelde viel besser. Naja. Da kann ich kein Let's Play machen, aber wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich will es privat genießen. Endlich mal wieder ein Spiel privat spielen. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Ja, Gefühl. Keuch, keuch. Oh oh, ey, die sieht man doch nicht immer. Ey, das ist doch unfair. Das ist doch Hochfahrt. Ich weiß gar nicht, ob jetzt meine Stimme überhaupt in den Videos jetzt dabei ist. Weil heute hatte ich auch noch so ein GTA Online Part gemacht, deswegen weiß ich das nicht so zu 100%. Ja, ja. So. So. Das war also der Secret Exit. Wo ist dann die zweite Sternmünze? Das ist jetzt kotzig. Speichern. Ich glaube, es war es mit dem Mini-Pilz. Zumindest würde ich das jetzt denken, weil ich weiß es jetzt nicht. Mir war es natürlich das schon gemacht oder habe ich ihn dann gespeichert oder was war da los? Wir probieren uns nochmal aus und dann werden wir es ja sehen. Immer so. Dann immer so. So. Boxer. Und da haben wir es schon. Müssen wir noch das Level schaffen, aber ich kann ja jederzeit mal auf eine Start drücken, Level verlassen, drücken oder irgendwie so. Ja. Wird schon irgendwie passassen. So. Naja. Scheiße, oh, scheiße. Ist nur halt ein bisschen Junge. Hackt's? Oder was? Ja, ich höre immer schon. Kann ich eigentlich jetzt während der... Scheiße! Wisst ihr was? Sobald ich die Sternmünze gefunden habe, seht ihr es nach dem Kampf wieder. So, da hätten wir mal die Sternmünze. Und tatsächlich, es war das mit dem Mini-Pilz, aber hatte ich die ja nicht von dem letzten Part eingesammelt? Ist jetzt alles so verwirrend. Naja, vielleicht habe ich auch einfach nicht gespeichert. Das kann auch... manchmal durchaus sein. Nee, jetzt echt, das kann manchmal wirklich sein. Naja. Aber hier ist der Checkpoint, also da kann uns das irgendwo egal sein. Ist jetzt eigentlich der Sound wieder jetzt lauter, weil ich hatte eigentlich bei Audio auf 100% gestellt. Das müsste jetzt eigentlich lauter sein. Aber ist ja nicht immer eigentlich, bei mir ist ja nicht immer so, wie es sein sollte. Naja. So, ich
Ich überlege sogar bald wieder auf Konsolen mit der originalen Game Capture Software zu aufzunehmen. zu aufzunehmen. Nee, weil da ist dann die Qualität nochmals besser. Geschweige denn noch besser als jetzt. Nee, ist dann echt so, aber die. Weil damals hatte ich nämlich das große Problem, die Dateien waren dann riesig. Was weiß ich, 1,3 GB das und all so einen ganzen Shooten, das war nicht so toll. Aber ich gedenke bald mal wieder, bald ein Pokémon-Spiel zu let's playen. Eventuell Pokémon Ranger, Guardians of Light. Das wäre ja nicht so inakzeptabel. Ja, müsste ich aber immer die ganze Zeit beide Bildschirme zeigen, das wäre vielleicht etwas. Stopp. Geil. Ich wusste ja auch nicht, dass man den so töten kann. Bams. Gewonnen. Immer bei den ersten paar Mal, wo ich noch Probleme hatte, das hinzukriegen. Skill noch nicht so gut. Aber da bin ich, habe ich den besiegt, den letzten, und dabei runtergeflogen. Da sage ich bloß, Fail, Epic Fail. Das war halt genau in dem Moment, wo ich es geschafft habe, sofort runtergeflogen. Ja, aber jetzt müsste alles da kurz haben, war. Welt 4, ja. So, dann kommt jetzt Welt 4 bis 3. Achso, in diesem Spiel haben wir halt alle keinen Namen mehr. Oh. Ich finde Spiele cool, wo ein bisschen detaillierter das alles ein bisschen ist. Siehe dafür Yoshi's New Island, weil da hat ja jedes Level einen bestimmten Namen. Also einen festgelegten, richtigen, einzelnen Namen. Jedes Level eigenen Namen. Das finde ich dann nämlich viel besser. Oh, ich kann nicht nochmal neu starten, oder? Nee. Geht nicht. Scheiße. Scheiße. Alter. Fühlt sich gerade an wie so eine Geburt. Naja, vor uns gab es nur zum zum Kaffee trinken. Sagen wir es mal so, poste den Namen noch auf Twitter ein Foto von. Ah, die waren so lecker. Jetzt habe ich so viel Bauchschmerzen, ey. Weil die waren. Weil der es gekocht hat, der nimmt immer so eine selbstgemachte Soße und die jetzt macht sehr schnell satt, weil es so eine Mehlsoße mit halt einfach nur Tomatenextrakt. Also jetzt riecht jetzt und nicht so ein 100-mal hier geschmacksverstärkt, das ist Zeug. Wieso komme ich da jetzt nicht ran? Scheiße! Im Fernsehen kommt auch gerade noch Müll. Natürlich hört ihr das jetzt nicht, weil ich habe Lautstärke vom Fernseher ausgemacht. Aber es kommt gerade eine voll langweilige Sendung. Das kann ich schon mal sagen. Und sogar noch Zeichentrick. Also in letzter Zeit gucke ich echt lieber so eine Comedy-Shows. Also jetzt mit real Menschen und nicht so Zeichentrick. Wobei, Pokémon glotze ich auch manchmal noch. Ja, und oh mein Gott, er glotzt Pokémon. Ja, manchmal schon, aber die alten Folgen finde ich scheiße. Und die Songs, die immer kommen, finde ich auch blöd. Ja, schnapp sie dir. Also diese Songs wie, schnappt ihr alle Pokémon, la 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 la, allerbeste sein, oder irgendwie so, war das so, irgendwie war das so. Ja, irgendwie so, ich hab den Song nie richtig mir angehört. Ja, oh mein Gott, er ist Pokémon-Fan und er weiß nicht, und er kennt nicht alle Songs auswendig, ja, sorry. Bams, erste Sternmünze. So, das wäre dann die erste. Also ich finde in Super Mario Speedy World, Super Mario Speedy Land und New Super Mario Bros. 2, also diesen Spielen hier, da sind Star Coins alle ziemlich einfach versteckt. Oh, grüne Sterne. Halt all dieses Sammelschoten-Ding-Zeugs. Oh, jetzt bin ich nicht bei. Bams.
Oh, ein Alter. Skill 0,0. Dann sehen wir uns bei der zweiten Sternmünze wieder. Ups, hab vergessen einzublenden, wo die Starcoins sind. Aber auf jeden Fall habe ich alle drei. Das werdet ihr gerade gleich sehen, meinte ich. Ja, ja, seht ihr alle drei Sternmünzen. Vergesse ich einfach manchmal. Sorry, das passiert jedes Mal. Oder der Mensch ist fehlbar. Nee, wie heißt das Buch? Niemand ist unfehlbar. Nee, der Mensch macht Fehler. Der Mensch ist nicht perfekt. Nee, niemand ist perfekt. Nee, ich kenne die Sprüche einfach nicht. Ist mir egal. Sprüche brauche ich auch ja nicht klopfen. Dafür hat man ja auch immer Schlaumeier. So. In nächster Zeit wird wahrscheinlich viel mehr dieses Spiel kommen, was ich gerade mache, weil ich muss einfach mal langsam mit so den Spielen fertig werden. Aber ich kann mir noch nicht entscheiden, welches Pokémon-Spiel ich spielen will. Eigentlich bin ich persönlich, für Dings da. Wie heißt es gleich nochmal? Pokémon Platin oder Diamond oder Pearl, je nachdem, was ihr wollt. Aber mehr Publicity würde, also für meinen Kanal würde ich jetzt nur nach Klicks gucken, wäre ja wahrscheinlich Pokémon Rubin oder Saphir, weil wer auf Bisa-Fans aktiv ist, das ist so eine Pokémon-Fans-Seite von Fans für Fans oder irgendwie so, war der Leitspruch. Und der weiß, dass Junichi Masuda so ein Interview beantwortet hat und da war irgendwie noch der Präsident von The Pokémon Company dabei. Der hat gesagt, es wird 2014 noch viele Spiele rauskommen werden von Pokémon oder auch Pokémon Touch. Oder jetzt vor kurzem hier Pokémon Link Battle. Und da hat er gesagt, dass wahrscheinlich dass auch hier auf darunter ein Spiel kommt, was viele Fans sich gewünscht haben. Und laut dem wäre das wahrscheinlich ein Remake von Pokémon Rubin und Saphir. Deswegen wird sich im Prinzip anbieten, die Spiele zu Let's Playen, allein für Publicity. Da schreibe ich in Remix of Pokémon Ruby, wo es noch nicht rausgekommen ist, die alte Version Let's Playen mit dem Titel. Ja, das ist neue und dann das alte. Vielleicht wissen ja nicht, welche Grafik gerade aktuell ist, kann ja auch sein. Dann hätte ich Glück. Dann hätte ich sehr viel Luck. And I can say I'm Bams. Was war da drin wohl? Das auch nicht mal lange spielen kann, der Mario. Eigentlich mag ich ja persönlich so Luigi, ist cooler irgendwie. Ja, es hat so einen tollpatschigen Stil an sich, sag ich mal so. Motherfucker. Kurzer Cut, denn da oben war 100%ig die Sterne. Ja, ich hatte gerade mit dem Tanuki da versucht hochzukommen. Wenn man da hochgekommen ist, dann passiert nichts. Oder zumindest geht es wahrscheinlich dann unendlich hoch, sagen wir es mal so. Oder zumindest unerreichbar, passt auf. So. Hier wird es dann nämlich rein theoretisch hochgehen. Das war knapp. So. Weil man sieht ja immer nicht, wenn man so hoch hinaus will. Sagen wir es mal so. Und du mit deinem Samus Masur hörst bald mal auf. Weil so wie es aussieht, ist das ziemlich nervig, mein. So ist es wohl. Scheiße, noch 92 Sekunden. Oh. Er ist unter Zeitdruck, er wird es nicht mehr schaffen. Ja. Burns. Dead. He is death. Scheiße, los. Wo ist die last one? The last one. Und zwar the last Star Coin. I need the Star Coin really. Bams. Wie viel die Star Coin? Da muss ich wohl mal in eine komplette Lösung reingucken. So, ich habe dann eine komplette geguckt. Ich habe auch nach dem Inhalt gesucht
Durch Zufall habe ich das ja nochmal entdeckt. Und dann mit dem Cooper Panzer da angestößt, kommt Anja. Ich weiß nicht, ob die hier Starcoin ist, aber ich vermute es einfach mal. So, jetzt einfach so. Aber 100%ig ist sie hier. Boah, Schatz, ich bin jetzt wirklich ehrlich, ich habe nicht mal angeguckt. Oder zumindest habe ich nicht gefunden. Und dann war ich so fasziniert von so einem YouTube-Video, wo er das schwierigste YouTube mal Brawl Stars gemacht hat. Also dieses Coin Rush Paket mit Denken, so, wo dann dasteht, sondern gar keine Sterne mehr dastehen. So einfach nur noch absolut die Schwierigkeit dasteht. Das kaum jemand kann, das kaum jemand schafft. Naja, so ungefähr. Und hier noch ein Zielflagge und da haben wir schon. Yes. Wieder 3 Stern Münzen mehr. Und wir sind gerade mal bei 15 Minuten, also es läuft gut. Natürlich für mich. Ja, hab vor ein paar Minuten gerade meine Twitter-Page angeglotzt und ich kann leider keine Leute mehr folgen, weil ich habe selber so wenig. Deswegen wäre es toll, wenn ihr alle auf Follow drückt, damit ich euch folgen kann und dann noch ein paar tausend andere folgen kann, die mir viele folgen und so weiter. Das ist mein kleines privates Netzwerk. Jeder folgt jedem, damit jeder verifiziert auf Twitter kommt. Läuft aber eigentlich bis jetzt gut. Oh, das wäre die letzte Chance, die Sterne zu bekommen. Betten? Doch, hier jetzt noch eine geheime Chance. And that's ready to get Rumble. Scheiße! Mann, oh, Motherfucker, wir sind bei den Sternen. So, und da hätten wir sie. Und einen kleinen Nachgeschmack als One-Up sozusagen. Weiß ich nicht, ist da wahrscheinlich irgendwas versteckt. Nee, doch nicht. Nee, sorry. Weil da hochkommt man, 100%ig. 100%. Jetzt habe ich letztes so wie von Vorzocker gesehen. War ja auch nicht so schlecht, so heißt das. Ja, irgendwie so. Und gar nicht so schlecht, aber ich fand, da waren voll einfache Nerd-Words, oder Gaming-Words dabei, Handheld. Das ist doch voll easy, normalerweise. Das ist jeder, der überhaupt mal eine Konsole in der Hand gehabt hat. Es gibt ja Unterschied zwischen Home-Konsolen und zwischen Handheld. So, Home-Konsolen, was ziemlich langweilig ist, wenn man da immer nur auf den Fernseher glotzen muss. Man kann dabei nicht sowas Cooles wie Fernsehen gucken und sagen wir mal auf dem Handheld spielen. Ich mache mal kurz einen Cut, bis ich es habe. Naja, vielleicht brauchen wir nicht unbedingt in die Röhre da oben rein, weil das wäre sonst ein bisschen zu anstrengend. Da muss man ja so gezielt hüpfen. Boah, ey, da kriegt man ja eine Krise. Also der Entwickler, der dieses Level hier designt hatte, der hatte ein kurzzeitiges, hier sind wohl alle Japaner, Gefühl. Nee, aber die Japaner haben aus irgendeinem Grund immer so ein bisschen mehr Skill, aber die spielen ja fast nur ein ganzes Dach. Fast so wie bei mir. Nee. Naja, auf jeden Fall ist das halt manchmal nervig. Also das Spiel ist generell ziemlich einfach. Nur halt manchmal hat das so nervig. Cut. Nächster Versuch. So, das war auch perfekt mit dem Sofia. Ich dachte kurz gerade den Hörf. So, wir haben beide 2 Sternpoints. Yay! So, we are so happily now. Was weiß ich? Ich kann nicht perfekt Englisch. No, I didn't can that. I don't can speak perfectly English. Das wäre ja so schön, wenn ich so gute Noten in Englisch. Die ich leider nicht immer habe. Aber schon manchmal. Schon häufig. Oder ist bei mir Standard. Eine solche gute Note. Naja.
zwar diesmal kein Sieg auf ganzer Linie, aber sind nur noch zwei gewesen, die da übrig geblieben sind. Also so schlecht habe ich mich da doch nicht eingestellt. So wie it looks. Ah! Weiter geht es. Warte kurz. So, weiter jetzt. Welt 4C. Ich hab grad ein richtig leckeres Bonbon. Ja, der für Starcon hier wird auch nicht einfacher. Mann! Cut, bis ich hier. So, jetzt sind wir ungefähr da, wo wir sein sollten. Es kann sein, dass hier gerade Garmin steht oder Garmin Computerbildschirm. Das lag daran, dass weil irgendwie spackt gerade Camtasia. Keine Ahnung warum. Weil wir uns ja angenommen sehen. Ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu cutten. Jetzt seht ihr immer alles, was ich die ganze Zeit machen muss. Also war nervig. Weil wir einfach nur kleiner Mario sind. Und das goldene Blatt darf ich auch nicht benutzen. Nervigerweise. Naja, hier haben wir dann schon die Starcoin. Jetzt kommt der Röhr gar nicht mehr da hoch, oder was? So, jetzt sind wir wieder hier. Und das auf die Last One. Let's Damage und jetzt noch schnell ins Ziel. Bams. Einfach nur easy peasy. Wir beenden die Welt in diesem Part noch, weil will ich jetzt unbedingt. Mal sehen, was haben wir denn schönes? Oh, eine Feuerblume. Gar nicht so schlecht. Damit kann man die blauen Fische killen. Hier hätte ich reingekommen. Oh oh. So macht es das Skiller. Kurzer. So, wo waren. Ups, jetzt bin ich in die Bedienungsanleitung gekommen. Ich weiß ja nicht, ob der überhaupt noch aufnimmt. Ich glaube, ich mach mal für diesen Part. Gleich mal ändern. Weil die Gefahr ist so, dass hier Jan steht. Und das will ich nicht riskieren. Im vollen Part zu haben. Und dann sieht man nicht. Das wäre einfach zu riskant.
Achso, ich muss ja noch kommentieren. Ich dachte gerade, ich mache gerade Offscreen Arbeit. Also das ist echt schon nervig hier manchmal. Aber wir haben schon den ersten späten Stern. Also so schlecht läuft es nicht. Aber jetzt scheint es schlecht zu laufen. Hoffentlich nimmt ihr das jetzt alles auf, sonst ist das alles umsonst. Dann tschüss für den Part. Oder, nee, einfach tschüss. Tschüss, Leute.